manche Menschen, Stimmt. 100%. Auf jeden Fall. Besser als manche Menschen, Digga. Oh, uns Menschen macht unsere Intelligenz kaputt, Sander, Bruder. Dankeschön an jeden Ja? Einzelnen. Hä? Wir sind zu intelligent. Wer will Safe. ran? Boah, das ist das Problem bei uns Menschen, ne? Oder ein Tier will dir nichts Böses. Oh, Hä? ein Krokodil. Marco, Dankeschön. I kiss your necklace. Boxhane, danke. Der hat einfach drei Katzen. Schönste Gefühl, glaube ich. Morgens aufstehen. Von jeder Seite. Morgens fängt der Tag um 9:10 an. Dort kriegen die das erste Mal Futter. Gell? Und dann, wann noch? Ich gebe den zweimal am Tag, außer wenn die Hunger haben, dann gebe ich manchmal ein bisschen mehr. Um 9, also um manchmal 10 und um. Und zwischendurch snacken so? Gibst du dem was zu snacken? Ja. Yvonne. Dankeschön. Leckerlis und so, aber da muss ich vorsichtig sein wegen Pamuk. Ich Trockenfutter kann, sie kann auch kein Trockenfutter mehr so wirklich ab, so gewisse Sachen. Deswegen, Tonti, ich weiß nicht mal, wie man Trockenfutter isst. Ich habe es versucht, ihn zu zeigen, er weiß es einfach nicht. Nein. Ich doch nicht mehr weiß. Ja. Ich küsse dein Herzland, Bruder. Aber leckeres Fleisch. Ja, guck mal, wie groß der geworden ist. Die sehen doch gesund aus. Leute, Dankeschön an jeden Einzelnen. Ich küsse euer Herz. Mein Bruder, ich will dich gar nicht aufhalten weiter. Mach weiter. Gib Gas, du kleine süße Maus. Sorry, dass ich so lange aufgehalten habe. I love you so much. Steffi, Sie eins, Yvonne, Dankeschön. Antonella, Stephanie, Nani, Steffi, Dankeschön. Chill, Vanille, Selena, Mina, Antonella, Felis, Seema, Shema und Bella. Dankeschön. Mein Bruder, viel Spaß weiterhin. ja, auch mein Schatzi. Ciao, Kenny, Vanille. Das ist die süße Hallo, Maus. ich liebe dich. Ich dich auch, Mutti. Okay, jetzt geht's weiter. Hi, sorry, dass ich dich vielleicht so spät nochmal störe oder man vielleicht ein bisschen anschüssel. Okay, gut. Ja, Leute, falls es euren Katzen nicht gut geht. Nein, Spaß. Also falls eure Katzen auch Allergien haben, aber es ist schwer zu sagen. Am besten erstmal immer mal zum Tierarzt, aber ich sage euch offen und ehrlich, oftmals haben die auch selbst keine Ahnung. Ihr braucht echt einen sehr, sehr guten Tierarzt. Traurig. Was fütterst du, Kaninchen? Willkommen im Basechat. Hallo? Ich traue echt kein Tierärzten mehr. Du kannst dich mit normalen Menschen, normalen Tierärzten trauen. Wisst ihr, was ich meine? Ich hole mir ganz kurz die Energy, Alter. Jetzt wird gepfiffen, Mann. Ich muss scheißen, verdammt! Du Stefan, also Stefan, kommst gleich lang nicht mehr raus. Was, warum lässt du mich nicht raus? Ja, verstehe mich nicht falsch, Stefan, aber es geht einfach nicht. Wir können ja die Leute mehr verarschen, ne? Die Menschen sind über Nacht schlau. Sag mal, also ganz ehrlich, ich will die Leute verarschen, ne? Ja, ich kann es ja auch nicht entscheiden. Also, komm mal bitte jetzt einmal einen Gang runter, okay? Also, ich finde es total scheiße, wie ihr streitet. Warum streitet ihr euch? Weil ich nicht mehr da bin. Hallo? Gut, danke, wie geht's dir? Hallo? Alia? Alia? Jalo? Jalapeno? Hallo? 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 Was geht? Nichts und bei dir? Oh, nichts. Woher kommst du? Ich
Ich bin aus NRW. Und du? Roxane, ich küsse dein Herz. Danke dir, du. Hallo? Boah, ey. Ich muss ihn bald kastrieren. Ich muss ihn bald kastrieren, ehrlich. Er mag Teddy. Er liebt Teddy. Ich weiß nicht wieso. Aber es ist auch so Kater und Kater, glaube ich, ne? Alio. Was geht? Nichts bei euch? Ich bin alleine, bei mir geht auch nichts. Woher kommst du? Ich bin aus Köln, wer bist du? Spaß, Mann. Hallo? Hi, wie geht's? Gut, wie geht's dir? Ach, was machst du? Nichts, ich bin zu Hause, was machst du? Zu Hause. Woher kommst du? Ich bin aus Köln, woher bist du? Frankfurt, wie alt bist du? 25, und wie alt bist du? 24. Okay. Welche Landsfrau bist du? Ich bin halb Türkin und halb Polin. Was bist du für ein Landschlüssler? Halb Deutscher und halb Italiener. Oha, krass. Kannst du Italienisch? Nicht so. Dann nenn dich nicht Italiener. Wie heißt du? Valeria. Schöner Name. Danke. Ich heiße Giuliano. Nochmal? Giuliano. Ah, Giuliano. Schöner Name. Danke. Komm, wer ist das? Wie bist du? Bene. Du bist gut. Danke. Danke. Wie groß ich bin? Sehr. Kantarste de Subrexlets. So groß bin ich. So humorvoll, so lustlos, so. Er hat keinen Bock auf sein Life. Hallo. Hallo. Na, du? Na, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Auch gut. Wie alt bist du? 17. Hallo? Was macht er da? Rein! Sofort! Wie du dich sofort auf den Boden legst, war. Ja. Wer ist der Boss? Sag's laut! Er ist so. Oh. Hallo? 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 Wie geht's? Gut, wie geht's dir? Danke, ja, mir geht's auch gut. Dankeschön. Und, was machst du so? Nichts, mir ist langweilig. Ich habe gerade eben Jack und George geschaut. Und du? Ach so, ich schaue gerade fern, ja. Okay. Du schaust fern? Ich schaue immer. Ja, was läuft denn gerade? Was läuft denn gerade so im Fern? Ich denke mal, was Männer so machen. Fernsehen, Fußball, oder? Fußball, genau. Ach so, wer spielt denn gerade? Ich die Europa League so. Manche spielt so. Ach so, ich kenne mich gar nicht mit Fußball aus, oh mein Gott. Cindy, du süße Maus, dankeschön für den Monster Truck! Cindy, dankeschön, du süße. Cindy und ein Herz. Valeria, wie heißt du? Cindy. Ich bin der Kenner. Wie alt bist du? Schöner Name, ich bin ein bisschen jünger, ich hoffe, das stört dich nicht. Nein, alles gut. Okay, gut, ich bin 25. Du? Okay, ich bin 36, deswegen. Oh. Alles gut. Wow. Ja. Ist auch gut. Wer kommst du denn aus welcher Stadt? Ich bin aus Köln. Woher bist du?
Ich komme aus Düsseldorf, ja. Ey, du wohnst gar nicht mal so weit weg von mir. Ja, geht eigentlich so, ne? Ist nicht so weit. Du wohnst echt nicht weit, so halbe Stunde ungefähr, Ja, 25 Minuten. wenn du wo aus Köln bist du? Ich bin direkt aus Ehrenfeld. Achso, irgendwann kenne ich. Ja, das ist, glaube ich, auch dieses große Moschee, glaube ich, ne? Ja, glaube ja. Okay. Okay, Malerie, was für ein Landsfrau bist du? Deutsche. Du wirst niemals drauf kommen, was ich bin. Für ein Landsfrau bist Rate. du? Oh. Polen oder so? Nee, ne? Ja, Ja, wie in halb, halb Polen. Polen ist schon mal richtig. Oh, okay, ja, habe ich schon mal Die halbe gut Miete ist schon mal eingeschätzt. bezahlt. Russin oder so, kann das sein? Nein, Schrank. Schrank? Okay, von wo Also, kommt das? Türke, Türken. Ah, okay, Ja, ich ähnlich. bin halb Türkin und halb Polin. Was bist du für ein Lands Eule? Ich bin Türke, ja, weißt Oh, das ist ein. du. Wie ist denn das so? Okay. Benim Türkçem çok iyi değil. Ben de çok iyiyim, çok sağol. Teşekkür ederim. Kolay Rica gitsin. can sağ olsun, bebeğim. İyi, güzelmiş. Ne yapıyorsun? Anlat kendinden biraz bir şeyler. Nichts, ich bin zu Hause, Langeweile, liege ein bisschen auf der Couch und gucke Fernsehen. Und du? Ach so, ihr müsst ihr denn morgen arbeiten, oder? Nein, ich arbeite morgen nicht, ich bin krankgeschrieben. Merkst du doch schon mal, ich huste. Ja, du hast vorhin noch mal gehustet. Wusste ich nicht, wo du bist. Hast du die Nummer zu tauschen? Können wir darüber weiter quatschen, wenn du Bock Wo hast? denn? Nora. Über WhatsApp oder was? Ich kann dir meine Nummer geben, wenn du willst. Cindy. Ja, gut. Ey, Gib Cindy, mir sie ich dann. küsse Ich doch habe deine dein Herz. Nummer. Dank für Baby-Löwe! Leute, Cindy ein Herz, bitte jetzt alle. Nola, so warte, ich gebe dir meine Nummer. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Cindy. Ich rufe dich dann so darüber an. Ja, Ich ruf muss mal direkt gleich. oder schreib mir mal erstmal, damit, falls du es falsch geschrieben hast, nicht, dass wir uns verlieren, weißt du? Schreib mir mal was. Ah, okay, ich krieg einen Anruf, warte, das bist du dann, oder? Hallo? Hallo? Bist du noch da? Ja. Das war deine Nummer, ja. Mit 4,6 endet es, Okay, ne? ich hoffe. Genau, ich rufe dich dann darüber an, ja? War in Okay, Ordnung. bis gleich. Also bis gleich, tschüss. Ey, Cindy, ich küsse dein Herz. Danke dir, Alter. Boah. Die rastet aus. Ich wurde einfach vergessen. Nein, du bist doch auch am Start. Ich küsse doch dein Herz 64. Du bleibst immer. Also ich warte auf einen Anruf. Ich rufe ihn jetzt einfach mal selber nochmal durch. Das ist ja gar nicht. Ey, ich hab seine Nummer nicht. Das müsste die Nummer sein.
einer. Ja, gut, Schloss, so eine nette Stimme, so weißer. Kannst du mich mal nochmal anrufen? Ruf du mich mal an. Ja, ich ruf dich an, Mann. Hi. Nora, Amela. Hörst du mich? Ja, viel, viel deutlich besser. Aha, okay, perfekt. Viel angenehmer, deine Stimme. Zu hören. Magst du mir mal auf WhatsApp schreiben? Warte, ich schreibe dir mal. Dann kann ich dir direkt beantworten. Genau, ich hatte eigentlich bei WhatsApp. Genau, das war. Ey. Alter, warte. Ach, du hast mir geschrieben. Ey, Cindy, ich küsse doch dein reines Herz, Digga. Danke dir, Cindy, und dein Herz! Fudo Fam, denk an von meinem Herz. Was ist dein reines Herz? Oh, da bei ihr kannst du. Warte, meine Katze, bei ihr kannst du das nicht machen. Warte, meine Katze, die streiten gerade, weißt du? Ja, so, ja. Ich mach Katzen so, ja. Wir haben auch hier auf der Terrasse Katze. Aha. Aber nicht so eine Hauskatze ist. Von draußen. Okay, ich bin wieder da. okay, soll ich dir ein Foto von mir schicken oder magst du mir auch vielleicht ein Foto von? Schick mal ein Foto von. Dann sehe ich dich auch mal. Okay. Wie du uns siehst. Bist du alleine oder? ich wohne alleine, ja. Okay. Das machst du gerade so. Nichts, ich bin gerade so mit Cindy am Spielen. Cindy, Digga, was geht mit dir? Cindy, danke! Was machst du? Ich bin hier auf der Couch. Keine Ahnung, ein bisschen chillen. Okay, ist dir auch so langweilig wie mir? Ja, soll ich zu dir rüberkommen? Hast du Lust? Wie meinst du? Ist ja nicht so weit, so Köln-Ehrenfeld. Du willst aus Düsseldorf, ne? Ja, genau, Düsseldorf. Erst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, hast du mal ein Foto von dir, damit ich dich erstmal ein bisschen weiß, wie du aussiehst? Ich bin ein bisschen älter, aber ich hoffe, das ist ja kein Problem für dich. Nein, wie alt warst du nochmal? Ich bin 37. Ach, echt? Welches Jahr hast du deinen Geburtstag? Welches Jahr ich geboren? 1987. Ah, 87. Die Freche. Die Freche. Nein, das ist gut. Ich mag Ältere. Bei ihm meintest du bis 36, deswegen. Nein, ich bin jetzt 37. So. 37 bin ich. Dann schick dir mal auch ein Foto von mir. Ja, schick mal. Ja. Ah. Du siehst schön aus, du siehst süß aus. Du siehst ein bisschen aus wie so ein. Hast du eine Dönerbude? Oder als was arbeitest du? Ich bin Disponent, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Was denn das? Das ist so ein Bahnunternehmen. Du tust dann die Züge so. Wie soll ich sagen, du sagst, fahr du nach Düsseldorf, fahr du nach Köln. So geht der Verkehr. Hast du noch mehr Fotos, was vielleicht ohne Filter ist, so ohne dieses. Warte. Ach, nicht so viel. Mhm. Wird mir vielleicht ein bisschen besser zugunsten kommen. Okay. Hast du auch von dir so ein paar Fotos, wo du auch ja. In deinem Körper sitzt, wo ich dich ganz sehe, würde ich mich gerne freuen. Ja, habe ich. Ich habe eins im Kleid. Oh, schön. Ich mag Frauen, die im Kleid sind. Er will raus. Ah, meine Katze will raus. Ah, okay. Oh, schön. Kleider stehen dir auch. Kleider stehen dir auch. Ja, danke. Ja. Ich liebe Kleider. Treffen wir jetzt gleich? Hast du Lust dazu, Maria? Nochmal? Hast du Lust dazu, wenn wir uns jetzt treffen? Ist ja nicht so weit. Jetzt? Cindy. Ja. Oh, das ist mir sehr spontan. Was wollen wir da machen? Das ist ja schon so spät geworden. Weiß ich nicht, ich hole da von der Tanke was zu trinken. Oder ich hole jetzt auch was im Auto. Warte kurz, ich lasse kurz meine Katze raus. Ja, kannst du kurz raus, bis ich da bin, kannst du ja wieder ein bisschen dann gut, denke ich mir mal. Ja.
Hast du, glaube ich, zwei Grenzen gehabt, oder? Drei. Und schwupp weg mit dem Leute. So. Ja, können wir was trinken, wenn du Bock hast? Eine Stunde. Nochmal? Hast du eine Stunde nur treffen? Ja, oder wenn du Zeit hast. Also ist ja nicht so weit, weil es halbe Stunde bin ich ja bei dir. Ja, aber das lohnt sich doch gar nicht für eine Stunde. Ja, ne, ich sag mal, wir können noch mehr was unternehmen. Also mir wird das ein bisschen zugunsten fallen tatsächlich, also ein bisschen besser tun. Ich weiß nicht, wie das dir gefallen wird, aber dass wir uns am Wochenende treffen. Ja, alles okay, ist auch okay, ne? Wenn wir da ein bisschen mehr Zeit dann voneinander haben. So, ne? Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, dann können wir was essen gehen und so ein bisschen besser kennenlernen, ne? Auf jeden Fall. Vater-Tochter-mäßig. Ja. Kein Problem, wenn du Bock hast, ich würde jetzt auch kommen, wenn du Lust hast. So spontan. Ja, ich bin spontan, aber es ist ein bisschen spät geworden. Ich weiß ja nicht, was man so. Man kann halt nichts machen, weißt du? Es ist so mitten in der. Ja, typisch mitten in der Woche, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Sonst sehr gerne. Also am Wochenende hättest du mir jetzt morgen oder übermorgen Bescheid gegeben, dann hätten wir uns bestimmt getroffen. Ja, genau. Wir können uns ja morgen Abend treffen, wenn du Lust hast. Ja, wir gucken einfach. Wir müssen auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Sonst, also, wie passt es dir Sonntag? Sonntagabend. Sonntag so schön. Mhm. Wohnst du alleine? Ich wohne alleine. Ich höre dich ein bisschen schlecht, oder? Hältst dein Mikrofon zu? Ach so, okay. Jetzt hörst du mich. Oh, wow. Jetzt höre ich dich berauschend. Ja. Wunderbar. Ja, ich wohne alleine, ist auch besser so, ne? Ja, also ich wohne auch alleine. Ah, ist ja schön. Ne? Da können wir uns was unterhalten. Ja, da kann man sich auch, aber wir müssen ja nicht unbedingt zu uns oder so. Wir können auch draußen treffen oder so. Ja, klar, das kannst du ja machen. Irgendwo hingehen, was essen gehen und was unternehmen halt so, ne? Was man so zusammen so macht. Genau, so finde ich das auch. Also. Ne, ist das. Hast du noch andere Bilder von mir? Auf jeden Fall, ja. Warte, ich schicke dir noch mal ein paar andere Fotos. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Du hast einen schönen Körper, hast du. Und Dankeschön, danke. Ja, wie sagt ihr das? Balkettle oder so? Ja, genau. Ist das so Balkettle, so. Ja. Ja, eine Frau sollte auch was drauf haben, ne? Mhm. Angenehm, also wenn du so guckst. Stimmt. Du hast eine schöne Figur, hast du. Auf jeden Fall. Ich mag nicht zu dünne Frauen, ja. Mhm. Also meine Schwester ist dürre. Also sieht aus, also jedes Mal, wenn wir Familienfest haben, sieht es aus, als ob so ein Lineal von uns so gehen würde. Sie ist so dürre, ne? Sie ist so wie ein laufendes Lineal, ja. Wirklich tatsächlich. Von der Seite sieht sie durchsichtig aus. Ja, jeder ist verschieden. Ne? Auch wenn man so Schwester ist, sagt man ja so, meistens, die sehen so gleich aus, ne? Aber ist bei den manchen. Wir hatten mal einen Orkan, der Orhan war da, ne? Also der Orkan ist Orhan, ne? Und meine Schwester wiegt ja nicht viel, sie wiegt 12 Kilo. Ja. Und die wurde fast mitgenommen, also die wurde halt wirklich mit der Musik, sie konnte sich noch an der Laterne halten, ne? Und Orhan hat sie fast tatsächlich mitgenommen. Also wir haben sie, ehrlich, also sie ist dann halt von, also ich habe es noch geschafft, halt an ihr Bein schnell noch einen Seilrand zu machen, ne? Ja. Und dann habe ich mir die Drachensteigen gemacht. Also das war wirklich locker ein, zwei Stunden war sie wirklich in der Luft. Ja. Ich war auf dem Deich und haben wir das mit meinem Vater auch so eingefädelt, dass wir halt mit ihr auch zum Strand gehen, weil dann wollten, also wenn sie schon einmal in der Luft war, dachten wir mal so, dann nutzen wir das auch aus, dann sind wir zum Strand gefahren und sie war am Wein oben, aber wir haben es halt wirklich hier total Spaß gehabt. Ja, auf jeden Fall, also mit Drachen, das macht ja Spaß, ne? Bei dem Wetter so, ne? Machst du dann, ne? Ja. Ja, es ist feuerwindig. Ne? Ja, es war total windig. Ne? Sie wollte runter, wir meinten, lass doch ein bisschen, warte noch ein bisschen. Und ja, also das war, wir haben, also ich glaube, das Seil war 30 Meter entfernt und sie war 30 Meter in der Luft. Also wenn was passiert wäre, hätte sie wirklich nicht mehr da sein können. Ja, also deswegen hätte es gut, dass ihr dann noch neben ihr wart. Ja, ne? Bei ihr dann wart dann.
Ja. Du hast auch so eine süße, sympathische Stimme, so eine Dankeschön, das ist so anziehende süß von Stimme. dir. Du hast auch eine, so eine männliche Stimme, dass mir glatt das Dankeschön. Lächeln ins Gesicht weggeht. Also, Dankeschön. wirklich. Gut, dass du das so siehst. Gut, schön, dass du das so Kitty, danke für dein siehst. Abonnement. Und Das ist etwas echt von. süß. Also, du hast so eine. Also, darf ich dich was fragen, sag mal? Du kannst mich alles fragen, Es ich hört sich bin da vielleicht ein echt offen. bisschen imposant an oder wie, als ob ich ein Wassereis kurz in den Kühlschrank getan habe und über 20 Jahre drin gelassen und es ist hart geworden ist. Aber die Frage, die ich wirklich habe, ist: Suchst du eigentlich eine Beziehung? Also für mich ist, wie soll ich das sagen, so eine Kommunikation das Wichtigste. So, ne? Ah. Was meine, das ist Ja, das, die also Harmonie. Kommunikation ist wirklich das A und O. Muss ich jetzt Auf offen und jeden ehrlich Fall. sagen, Kommunikation ist wirklich das A und O. Aber Auf jeden Fall. suchst du auch so zum Heiraten oder bist du mal, hast du Kinder? Nein, nein, ich habe keine Kinder. Willst du mal So, wie heiraten gesagt. irgendwann? Deswegen, ich will heiraten. Ne? Natürlich will ja jeder dann mal Mhm. irgendwann so heiraten. Ja, aber das ist so das Wichtigste, Ah. dass man so auf jeden Fall so freundschaftlich die Sache dann hineingeht, ne? Dass man kommuniziert, dass man über alles, ne? Na. Erfahrungen austauscht, Na. dass man über alles dann Na. quatschen kann, ne? Dass man sich dann unterhalten kann. Das ist das Wichtigste mit einer Frau. Leute, machen wir alle das Plus, wer gleich den Stream Und und teilt jeder den Stream. ist, was sich dann Schaffen wir so die halt 1000 ergibt, so Teilungen? ne, mit der Person, was du dann so guckst und dass man dann zusammen auf jeden Fall Zeit verbringen kann. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig mit dieser Person. Ne? Genauso sehe ich das auch. Ne? Wie du das siehst, also was so deine Interessen gegenüber Männern bist, ne? Wie du das siehst. Ich denke mal, du Also stehst ich auf sag ältere dir, Männer. ja, so, das ist halt so ein Ding. Ich stehe auf ältere Männer, ne? Okay, gefällt Auch mir. am Film. Ich stehe auch auf Nochmal? Jüngere. Das gefällt mir. Ich stehe auch auf Jüngere, so. Frauen und ja, man kann sich unterhalten, da kann man vieles unternehmen, ne? Und wenn man sich dann nicht versteht, alles ist gut. Man unterhält sich, ne? Man Ja, aber ich sag dir kommuniziert ganz offen und und Thunfisch, ich bin Gise. Ich bin wirklich auch schon so ein bisschen auf der Suche nach was Ernstem. ja, Also, klar, auf jeden Fall, ich ne? möchte Sollte das auch was mein, sein. ich möchte das. Na klar, ich finde das total gut, dass du das so siehst, so, ne? Dass das was Ich Ernstes ist, möchte nicht, weil. dass der Kadaver meines Omas einfach so in dem Meer war. Sie wollte für mich Ja, schwimmen gehen klar. und hat damals einen Thunfisch erlegt. Doch, da kam der Thunfischmama und hat meine Arme den Arm ausgerenkt. Und sie konnte dann nicht schwimmen. Und ich sag, Armer, Armer. Und sie so. Aber sie ist überlebt. Ja, sie hat das dann überlebt, so, ne? Das war Ja, Spaß. es Kadaver, ist ja aber ist so jedem leicht, das oder? Seine, ne? Deswegen, ich bin auch für ehrliche Beziehungen, dass man auf jeden Fall ehrlich miteinander Das kommuniziert, Ehrlichkeit ne? ist das A und O bei mir. Also kannst also Ja. ich würde niemals jemanden verarschen. So bin ich Nein, das nicht. sollte man nicht. So bin Deswegen, ich weil nicht. Ich im finde das auch Endeffekt. total asozial. Es gibt hier im Base-Chat irgendwelche Leute, die sich als andere Menschen ausgeben. Also was für ein Nein. ekelhafter Mensch kann man wirklich bitte sein, dass man sowas macht? Wirklich. Sowas verstehe ich auch gar nicht, Wisse. ne? Wirklich. Also ich könnte das auch nicht so sein, weil im Endeffekt verarscht man sich doch selber, so, ne? Wenn du so Ja. guckst. Ne? Warum soll ich mich denn selber verarschen? So, ne? Und das kommt dann einem dann irgendwann zurück, so, ne? Wenn du das machst, so, ne? Mit Gefühlen Mein anderer Vater dann meinte plötzlich zu spielt. mir, wirf niemals mit Stein in einem Glory Hole. Ja, ach, ne? Das hat das. Ne? Und das ist ja so eine Lebenserfahrung, ne? Ne? Wenn du das dann so siehst, ne? Genau. Gibst das dann so rüber und dann kriegst du das dann auch so Durch zurück. sportlich distanziere ich Ne? mich von diesen Er wird dich Aussagen. dann ja Alles klar, nicht kannst du mal so gemeint. behandeln dann, ne? Hä, Wenn nochmal? du dann. Der wird dich dann ja nicht so behandeln, wenn du dann Kitty. nur verarschst, so, ne? Wenn du dann, ne? Nicht offen bist, so ehrlich bist. Ich mag dieses so Deep Talk-mäßig, wenn ich Ich das liebe so, Deep ne, mit Talk, meiner ehrlich. Partnerin. Also einfach mal Ne, so nachts ist. einfach mal rumfahren, einfach in der Walde oder irgendwo so richtig Ja. so einfach mit Musik so ein bisschen so. Ich stehe. Ja. So ein bisschen Slow-Musik, so eine Liebesmusik, so eine romantische Musik, so, ne? Ja, so einfach so, als ob man Hämorrhoiden hätte, weißt du? Ja, auf jeden Fall, was man so, wie soll ich sagen, so Romantik ist darin, weil es Liebe ist, so Adrenalin ist, man, ne? Man hat Genau. zueinander so eine Zuneigung, so, ne? Vor allem im Herbst, wenn schönes Wetter ist, so im Wald, so spazieren.
schön zu kommunizieren, ne? Beurteilst dich so eine über die Gefühle, ne? Weil ich könnte mit keiner Person dann auch irgendwie intim werden oder was, ohne mit dir meine Gefühle zu Ja, teilen, das so, stimmt, ne? boah, das ist richtig. Das hast du gerade so weise gesagt, ne? Ich, Ja. Kitty, meine beste Freundin, ne? Ja. Die ist damals auf ein Festival gegangen und hat da wohl so einen Mann kennengelernt. Und der Mann, der war ein bisschen anders wohl. Der ist halt rückwärts gelaufen und hat da wohl auch rückwärts gegessen, ne? Ja. Und meine Freundin Kitty meinte dann so, geht's dir gut, brauchst du Hilfe? Und dann hat er rückwärts gesprochen und meine Freundin hat das aufgenommen, ne? Hat das übersetzen Ja. lassen und es hat wohl, also er hat wohl gesagt, verpiss dich. Na, was soll das denn? Ne? Na, das gehört sich das so nicht. Hat er dann übersetzt? Ne? Hat er das dann rausgefunden? So, ne? Ja, sie hat das halt rückwärts abgespielt. Er hat wohl gerade gesagt, Rirdesip Brep. Ja, und dann hat sie das übersetzt, so, ne? Rezi Bref, hat er wohl die ganze Zeit gesagt. Ja. Und ja, dann hat sie das aufgenommen, ne, und hat es dann anders rübergesch und heißt wohl, ich verpiss dich und so. Aber ich finde es halt total komisch, also muss jetzt auch nicht sein, ne, finde ich. Deswegen muss auch nicht sein, ja, wofür, ne? Ja, du verbringst ja Zeit mit ihm, ne? Wenn du dann sagst, ne, Ja. ich will nichts von dir, ne, warum machst du dann sowas? Dann sag einfach, ne, irgendwie so ein Vorwort, ich habe keine Lust und gut Genau, ist so, ne? ja. Ja, was soll das denn so, ne, wenn du das nur so rüberbringst, ne? Hauptsache, man verbringt Zeit, ne, und Ja, dann, wenn man das dann. das ist genau, man verbringt so, Ne? man opfert die Zeit von jemandem, um die Bis, Person ein ne? bisschen zu verschisseln und dies und das. Und am Ende guckst du, er hat die Hämorrhoiden von dem anderen ausgedrückt. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Gefühle so, ne? Weil du Ja. hast ja dann Gefühle vielleicht für ihn, ne? Du willst dich vielleicht ihm nähern oder sonst irgendwas, ne? Kommst du dann Adrenalin und dann sagt er dir, verpiss dich mal, ne? Ja. Das geht doch gar nicht, ne? Finde ich Für total mich assi. ist wichtig. Total Ne? Was ist noch so wichtig, so bei einem Mann oder bei assi. einem Partner, was worauf du so achtest, was für dich wichtig ist? Wäre ja. Ja. Was ist so für dich so wichtig? Bei einem Mann, Ja, der worauf du so Steißfuß. achtest. Der Steißfuß ist sehr wichtig für mich und mit die Ellbogen geankert sind halt, ob er eher so ist, so ist, so. Also das sind halt so wichtige Kriterien für mich. Ich gucke eher auf die inneren Werte. Na klar, auf jeden Fall, ne, dass er dann Genau. dich versteht, ne, dass ihr dann, ne, euch Zeit verbringt. Ich habe Ex-Freund gehabt, der hat meine Füße geliebt. Ein Fuß für dich. Aha. Er wollte auch immer, dass ich Okay. zur Mediküre und Pediküre gehe, aber der wollte halt immer auch ganz, ganz komisch. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber dass ich ihm immer so eine Benjamin-Blümchentorte kaufe und ihn jede 2 Wochen Happy Birthday. Okay. Hat er vielleicht so eine Fantasie gehabt? Ich weiß nicht, also er wollte halt auch, irgendwann habe ich ihn dann auch verlassen, weil mir das ein bisschen zu verrückt wurde. Er Komisch wollte, war. dass ich ihn wickel und so. Ja, wickeln Nein, mag ich jetzt wickeln, auch so. wickeln, wickeln. Also, Klingt doch okay. sportlich, distanziere mich von diesen Aussagen, das sagst du nicht Ja, unbedingt. ne, jeder hat ja so seine Fantasien, ne, so, ne? Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen können, ne? Wie Ja, offen du aber bist, irgendwann weiß ich stell dir ja mal vor, nicht. ich bin am Kochen, da kommt so ein Riesenbaby auf 4. Er hatte ja auch so getan, als ob er ein Baby wäre. Er hat sich auf den Boden geschmissen und ist dann mit der Pampers zu mir gekommen und guckt mich an und sagt, da, Ja, Osman, das ist ja. Osman, Pischi, Pischi gemacht. Also da denke ich mir auch so, Ja. hey, also das, ich bin erwachsene Frau, ich brauche sowas, ne? Ne? Deswegen, ne, du brauchst sowas so nicht. Ist ja viel, viel, ne? Man kann sich ja ganz, ganz andere Fantasien machen, so, ne? Ja, Ne? das war Hauptsache. halt. Was machst du in deiner Freizeit so? Wirklich, ich bin sehr oft, mache ich Sport, ich gehe ins Fitnessstudio, so laufen, so jetzt körpermäßig mache ich nicht so viel, aber laufen, Fahrrad fahre ich sehr, sehr gerne. Ne? Ich bin ab und zu, ne? Ich habe nicht so viel zu meiner Arbeit, manchmal fahre ich auch mit Fahrrad zur Arbeit, so was Schönes, ne? Dass ich mich so bewege. Und wenn ich dann, was machst du? Ja, also ja. Okay, ne? Und wenn ich dann,
unter Freunden was unternehme, ist das auch sehr, sehr was Schönes. Ne? Ja, das, also bei mir ist es halt, ich liebe es zu rappen und zu singen. Ach, schön. Ja, Kannst ich du bin so gerne eine singen? kleine. Nochmal? Kannst du auch gerne singen, ich höre dir zu. Aber du musst ehrlich, also ich habe damals einen Wallah, Song für meinen Vater geschrieben. du hast auch eine schöne Stimme. Ehrlich mal. Willst du hören oder soll ich Ja, ich rappen? Komm, ich würde. rappe was, okay, auf Niederländisch. Ja, mach das auf jeden Fall. Ich höre dir zu. Du bist ehrlich. Ich höre dir zu, sehr gerne zu. Okay, aber du bist ehrlich, ob das gut ist oder nicht, oder? Auf jeden Fall will ich das. Auch wenn das gefällt, sage ich dir auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall hast du eine sehr geile Stimme. So eine anziehende Stimme. Eine geile Danke, anziehende Stimme. das bedeutet mir wirklich einen halben Thunfisch. Dankeschön. Dankeschön, ich Du gebe dir auch einen hast Kuss. so eine schöne Stimme und das ist so. Ich gebe dir auch einen Kuss. Gibt es Folat-Zwiebeln für die gesunde Entwicklung eures Babys? Femibion, Nummer 1 von Kinderwunsch bis Stillzeit. Ja. Kannst du auch singen, ich höre dir zu. Nein, das ist Rappen. Okay. Okay. Strada, ich komme mit meinem Papa, ich ficke deine Mama. Vor deinen Augen dibbelige, schimmelige Strada. Ich bitte gebietige, schimmelige Siebene, meines Wissens komisch in Berlin. Ich erzähl die Geschichte von der Strada Katrin. Ich weiß, ob du schickst, alles simple, aber schieß. Obama, Merkel, Scholz. Ich komm in deine Straße mit dem Holz. Ich weiß, du rasierst, ich hab du nichts. Ich hab dir die Angst, alles schimmelige Siebene. Ich geh in deine Strada, ich komm in deine Bratnach. Ich komm, ich immer schneide, nach dem Wicke, sich im Backen, yeah? Ich rauche meine Vida. Ich komme in deine Vida und entrolle meine Zieber. Ich komme legal wie Schieber. Ich komme in deine Strada, eine Schimmerlache Schieber. Deine Mama weiß, dass ich komme schon nett. Ich komme in deine Strada, dann ist es Rubber Bands. Ist gut? Wallah, du hast so ein Gefühl, gibst du darüber, weißt du, dass du dich da hinsetzt. Das hat mir sehr gefallen, wirklich. Ich würde das auch so live sehen, ne? Wie du das Ja, machst. ist gut. Wirklich toll, danke. Dankeschön, dass du das gemacht hast. Vielen, vielen Dank, Valeria. Das hat mir so Danke, gefallen. dass du mir. Ey, du bist so süß, heirate mich. Lass heiraten, lass Kinder kriegen. Wolltest du alle sehr gerne jetzt sehr gerne Teamherzen Hey, rein, lass damit du auch die uns beliebtesten. unterhalten, mal. Ich komm rüber. Nochmal Was ist bitte? so was? Soll ich rüberfahren zu dir? Was trinken, ja? Ich würde gerne, aber das ist so spät geworden und. Er ist nicht so weit, ich wäre schon da, so eine halbe, dreiviertel Stunde bin ich Lass da. uns so machen, dass wir uns am Wochenende treffen und dann können wir es so machen, dass wir, guck mal, wir gehen was essen. Ja. Wir gehen was trinken oder wir gehen was essen. Und dann können wir vielleicht noch so ein bisschen, vielleicht einen Film gucken gehen oder so. Ein bisschen spazieren gehen und dann können wir zu mir. Und können dann ein bisschen was trinken und so, wenn du willst. Auf jeden Fall, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das morgen machen würden, wenn das Morgen okay weiß ich nicht, ist. aber Sonntag. Sonntag müsste es eigentlich gehen. Hast du ja frei, so, ne? Hast du ja Genau, frei? Sonntag habe ich frei. Aber ey, guck mal, wir haben doch keinen Stress, oder? Na, Wir alles lassen gut, uns du musst einfach ja nicht. Zeit finden. Guck mal, vielleicht bist du der Mann, der meine Hämorrhoiden austrägt. Also gefühlt das der Mann meiner Träume, weißt du? Vielleicht Ja, heiraten alles wir so, auch. Also ne? ich will nicht groß reden, ne? Warum nicht so, ne? Wenn das alles passt, ne? Wenn Wenn man es sich passt, warum versteht, nicht? Wenn es, sei mir ehrlich, wenn es passt, warum nicht? dann passt das auf jeden Fall. Warum nicht alles gut, ne? Man versteht sich, ne? Man verbringt Zeit miteinander, ne? Man lernt sich kennen, ne? Man tut sich dann näher kommen, ne? Man hat gemeinsame Interessen, so, ne? Ich mag auch, wenn eine Frau tanzen kann und Boah, ich liebe es zu auch tanzen. nicht. Guck mal, ich kann raven. Weißt du, was das ist? Ja, klar, mach rein. Ehrlich? Magst du das? Niemals. Ne? Ich wüsste, so jetzt, wenn du jetzt so singst und dann so ein bisschen so tanzt, boah, es ist so eine geile Also, wenn du Atmosphäre. möchtest, kann ich rappen und zugleich tanzen. Ja, mach mal. Das ist auch Moment, so ein Beat Guck vielleicht mal, ich tanze halt und immer auf dem Lied. Warte. ja. Ich tanze jetzt mal eine Runde. Warte, jetzt hast du mich ein bisschen in Gas gebracht. Kannst du mir auch ein Foto von dir schicken, so? Will ich dich sehen? Will ich dich natürlich sehen. Mandarin? Schickst du auch ein Foto von dir? Warte kurz.
gestellt werden. Ja, ja. Das ist so in die Musikrichtung, die ich tanzen gern tue. Schnelle Musik, so ein bisschen, ne? Mhm, das ist so Raven. Hast du noch ein Foto von dir, den du mir schickst? Ja, gerne. Warte. Wo ich auch deinen Körper sehe, so. Es ist viel. Dein Körper gefällt mir auf jeden Fall. Danke. Deine Stimme sowieso. Eine anziehende, hübsche Stimme hast du. Ja, danke. Ja. Kitty. Ja, findest schön, du? Ne? Ah, schön, alles. Du bist anziehend, du bist auch. Das freut mich, also dass ich dir gefalle. Mama, du bist auch sexy. Danke. Auch wenn du so leise sprichst, ist das so anziehend, so erotisch. Ach Quatsch, nein, ich bin bloß ein bisschen aus der Puste. Weißt du? Das fühlt sich sehr, sehr gut an, ne? Ich hätte immer gerne nebenbei. Nein, Musik ist Kunst, so eine Musik. Hä, ja, wer ist das denn, die so zeigt? Jetzt? Wer ist das? Bei dir? Ja, ich weiß nicht, jemand hat geklingelt. Ja, kannst du bitte dranbleiben? Ja, ich bleib dran. Warte, wie heißt du eigentlich nochmal? Ismail. Ismail, okay, warte kurz, ich schau mal, wer das ist. Hä, hey, aber wir haben schon, wie spät haben wir es? Wir haben schon 0 Uhr. Ja, wer ist das denn? Die guck mal, ich bleib dran, Mann. Hallo? Ja, also, ich weiß jetzt nicht, also, Valeria, hast du überhaupt ein Tacho geschlagen, wie spät wir es haben? Ja, wieso? Ja, du machst Musik an, meine Frau ist wach geworden, ne? Das war ein bisschen zu laut. Meine Frau sagt schon so, was ist denn hier los? Meine Frau hat einen Schreck bekommen, Valeria. Ach, ich hab das voll verpeilt. Ich hatte die Musik ein bisschen laut, glaube ich, ne? Ja, das war so ein bisschen, ne? Das ist ein bisschen mehr noch als, also, noch akzeptabel, ne? Aber das ist, also, das ist total laut. Ich dachte, gut, ich bin in einer Diskothek, du. Tut mir leid, ich hab das total, also ich hab einem Freund von mir ein Lied gezeigt und wie ich tanze und so. Du tanzt? Welchen Freund? Ich sehe hier niemanden. Nein, er ist am Telefon. Ismail, sag mal hallo. Hallo, alles gut, ne? Wir entschuldigen uns. Alles ja, moin, grüß dich. Hi, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Ismail. Alles gut, ne? Ja, also, bei mir ist alles gut, ne? War nur ein bisschen laut. Ich dachte, hier, keine Ahnung, was denn passiert hier, ne? Wir haben nichts Außergewöhnliches. Was? Gemacht. Alles gut, ne? Der hat kurz getanzt, ne? Alles gut und wir werden sie nicht weiter belästigen. Nein, ich will auch kein Streit, also, ne? Also, ich will auch kein Streit, ne? Nein, also, ich auch nicht streiten. Schönen Abend noch. Ja, alles gut. Also, warte mal kurz. Valeria, du hast einen Freund? Ja, schon so in Richtung. Sag mal, warum erzählst du mir nichts? Das freut mich, ne? Sag mal, ich habe noch nie jemanden bei dir zu Hause gesehen, dass jemand mal bei dir gekommen ist oder... Du warst ja sehr lange Single, glaube ich, ne? Ja, seit über 2 Jahren so. Sag mal, und wie alt ist dein Freund? Moin Ismail, sorry für das Spiel. Wie alt bist du? Na ja, gut, alles gut. Ja, wir wollen uns weiter und dann, wir wollen sie jetzt auch nicht weiter belästigen. Ja? Nein, du belästigst mich nicht. Na, alles gut. Erstmal, wie alt ist denn dein Freund? Nein, alles gut, wir sind ja im Kontakt, alles gut, ja? Ja, also sag doch, alles gut, Mann. Also du störst nicht, ich meine, du kannst mal gerne auf ein Bier kommen. Ne? Da fetzt du mir mal ein grünes Blondes weg, du. Guck, schaust du Fußball? Ja, Fußball habe ich gerade geschaut, ich gehe jetzt eh gleich schlafen. Achso, alles gut. Ja, wie alt bist denn du? 36, alles gut. 36 bist du? Ja. Warte, wie alt bist du nochmal? Ich bin 25. Boah, mein lieber Scholli, du, ne? Da hat der Ismail ja eine Junge hier an den Ufer gezogen, ne? Alles gut, wir unterhalten uns ganz gut, ne? Wir haben schon unseren Spaß, wir unterhalten uns, wir wollen sie nicht weiter belästigen. Ja, Spaß haben bei deiner Stimme eigentlich auch raus, ne? Ja, keine Ahnung, also, weißt du, stehst du auf ältere Valerie oder was? Ja,
Also, ich bevorzuge schon ein bisschen ältere Männer. Warum hast du mir nichts gesagt? Sonst hätte ich ja meine Frau für dich verlassen. Ne? Nein, kleiner Witz. Ne? Ja, freut mich für euch. Ne? Freut mich. Alles okay, danke Ihnen dann nochmal, ja? Ja, aber ich nehme nochmal den Erik mit. Ne? Erik, kommst du mit? Ja, alles gut. Ja, wir verabschieden uns. Ne? Auch so. Ja, grüß dich. Und ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao, ne? Tschüss. Oh mein Gott, das war peinlich. Boah, ey, der ist aber so ein komischer, der will ja alles wissen. Nur. Nochmal bitte? Der will ja alles wissen von uns, ne, was wir machen. Ja, der ist ein bisschen komisch drauf. Der stinkt doch immer nach Milchreis. Ja, der ist so ein bisschen komisch. Und der wird auch noch fragen, er wart ihr schon im Bett oder sonst irgendwas? Nein, also das ist, der hat mich voll eklig angeguckt. Ich habe so einen Schlafanzug an, weißt du? Ja, klar. Der hat richtig gegeiert, gerade auf meine Füße und auf meinen Oberweite und so. Ja, deswegen so, ne, bist ja jetzt, ne, auch, ne, ich würde dir ja nicht anklingen, jetzt um die Zeit eine Frau, so, ne, einfach auf der Tür sozusagen, ne, du kannst ja was, weiß ich, jetzt in Dessous stehen oder sowas, so, weißt ja, du? Das ist das Ding, ja. Aber halt viele Menschen haben leider halt keinen Respekt, ne. Deswegen so, ne, jetzt um die Zeit einfach nur vor der Tür, aber wer kommt hier rein, ne, guck mal, ne, junge Dame. Er hat sich was hingesetzt, jetzt, ne? Also er hat sich was hingesetzt, also er wollte sich weißt setzen und dann, ne? Ja, hatte ich ein bisschen komisch geguckt, ja. Dann ist er wieder aufgestanden, also der ist auch ein bisschen komisch. Nochmal so ein bisschen, pass auf den wenigstens ein bisschen auf, so dass du ein bisschen Abstand von ihm hältst. So, ja. So scheint der, denke ich mir mal, in Ordnung zu sein, aber ich denke mir mal, wenn du jetzt nachts, was weiß ich, in Besuchs da so bist, ist das so ein bisschen ne, komisch, was der dann da machen würde. Ne? Das kann ich denn jetzt nicht so einschätzen. Ne? Und das muss Kitty, ja nicht ja. sein. Ne? Ne, wir unterhalten uns, ne, alles ist gut, so, ne, und dann ne. sagst du dem, ja, okay, Kitty. Schönen Abend noch, dann bleibst Kitty! Noch. Danke. Ja, stimmt, aber, ja, also ich wohne ja alleine seit ungefähr hier, ich bin ja neu eingezogen hier, seit 4 Monaten und das ist auch schon ein bisschen komisch mit dem, also, der hat halt ja, so eine, ist so. Also, ich hab halt, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, so, er klingelt aber schon des Öfteren und fragt manchmal auch einfach so, wie es mir geht. Ja, Kitty, ich weiß nicht, dafür. Kitty! Weißt du, meine beste Freundin Kitty meinte auch, also, was ist das denn für ein creepy Boy? Und ich meine, das ist mein Nachbar und auf einmal schlug die Bubba die halt zusammen weg und ja, keine Ahnung. Ja, pass immer auf den auf, denke ich mir mal. Weil kann sein, wenn er unter Alkoholeinfluss ist. Ne, ist für eine Frau ist eh immer so schwierig, so, weißt du? Egal auf der Welt, ne, egal, das stimmt, ne? Leider. Hast du so ein bisschen. Leider, ne? Und dann sagst du, ne? Weil ein Nein ist ein Nein, weißt du? Ja, das verstehen leider die meisten nicht, dass Nein Nein ist. Also, ich war damals in der Grundschule und da war so ein Junge und ich meinte, verzieh dich, ne? Und er meinte, ja, ne? Nein. Ja, ne, und dann, ne, ein Nein ist Nein, ne, weil ich hab den ja auch gesagt, dem Mann jetzt so, ja, ne, schönen Abend noch, nicht, aber der ist ja so ein bisschen, ne, immer so aufdringlich, und das mag ich auch nicht an Menschen, ne, wenn Menschen so aufdringlich sind, so, ne, ja, alles beruht auf Gegenseitigkeit, ne, man, dann mach das so nicht so, weißt du, eine ja, junge Frau stimmt. ist da, ne? Und dann braucht er dann eben. Du bist echt, glaube ich, so. Ich, also, man merkt, du hast so einen Beschützer in dir. Und das, ich liebe sowas an Männern. Danke. Wenn die so einen Beschützerinstinkt haben. Also mit dir wirklich, also mit dir würde ich mich wirklich trauen, nachts einfach mal durch den Wald zu laufen. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Deswegen, da ist so entspannt und ja, alles beruht auf Gegenseitigkeit. Es ist auch wenn man uns intim ist, alles auf Gegenseitigkeit. So, ne? Dann kommst du dann ne, zu mir, ich küsse dich, du küsst mich, alles ist gut. Ist jetzt einem ne? damit ja, es ist halt immer Vertrauen, ne? Das Wichtigste ist täglich sportlich, ich distanziere mich von diesen Aussagen, alles sarkastisch und morphin gemeint, aber es stimmt wirklich so, dass das Leben ist wie ein kleines Ponyhof mit Eidechsen und Schweinen, ne? Ja, auf jeden Fall. Bist du schon mal Eidechse geritten? Nein. Ich schon mal. Fährt nur. Wirklich? Das war total cool. Ja, hat Spaß gemacht. Das ich mag das auch so was, wenn wir zusammen so im Wald laufen wird, so weiße Hand in Hand.
Ja, so richtig so da am Wasser und so. Und in ja, den, und innen drin, deine Stimme sagt zu mir, schubs ihn rein und. Ja, ne, ne. Und umarm und so, und so schön im Wasser so planschen, so, ne. Ich liebe es, im Wasser zu planschen. Im Wasser sehe ich ein bisschen aus, ne, wie so ein Kerl, aber von hinten. Ja. Nein, alles ach, gut, ne, du hast, ne. Hinten denkst, oh, ist das Jacob? Nein, aber erzähl sonst so, wieso hast du dich getrennt von deiner Ex oder wie lange ist deine letzte Beziehung vorbei? Aber ich habe mich von meiner Ex getrennt, weil wir so familiär war das jetzt nicht so, weil ihre Mutter war so, wie soll ich sagen, hat sie sich zu viel eingemischt, so, weil in unsere Beziehungen, ja, ihr macht das, ihr unternimmt viel und dann macht ihr das so nicht, wie wir uns wollen. Ihr lässt uns wenig Spielraum in euer Leben einzumischen, deswegen mag ich das nicht. Ich sag dir nur eine Sache musst du schon wissen, ja. Wenn du eine Frau heiratest du die Familie mit. Kannst dich erwarten von der Frau, dass sie keinen Kontakt mit seiner Mama hat. Genau, das ist genau, weil du heiratest die Familie mit, aber ich will auch so ein bisschen auch so einen Abstand halten, dass man nicht so viel in die Beziehung sich so einmischt. Mhm. Weißt du, bei uns war das schon extrem, Valeria. So, sie hat sich überall so eingemischt. Ach, danach war dann wieder alles gut, so, ne? Dass sie was verstanden haben. Aber wir hatten noch so zwischenmenschliche Laura. Dann irgendwie. Danke. Ne? Wir hatten dann auch irgendwie unsere dann zwischenmenschliche Probleme, dass wir dann uns nur auseinandergelebt haben, dass wir uns dann weniger getroffen haben, dass wir uns dann kaum mehr, wie soll ich sagen, intim waren. Ne? Und wenn das weggeht, ne, dann die Kälte der Beziehung war da. Ne? Wie alt war sie? So, wie alt war sie? Die war 27, war die. Ne? Die war 2 Jahre älter, so in dem deinem Alter war die. Ja? Mhm. Und wir waren 4 Jahre zusammen, ne? Wo ich sie kennengelernt habe, war sie schon 22, 23. Ne? Wie alt warst du so da? Ich war dann 33, so, ne? 11 Jahre hat man einen Altersunterschied. Ne? Und wir haben uns prima verstanden gehabt, alles war gut. Ne? Und ne, 4 Jahre zusammen ist ja auch nicht, ist ja fast wie so eine Ehe, ne? Wenn du so gut von mir bist. Ist ja nicht wenig. Ja? Du kennst sie in- und auswendig, sie kennt mich in- und auswendig. Ne? Weil ich will, wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich sehr intensiv. Ne? Mhm. Ja, ich habe Spaß an meiner Beziehung. Ja? Meine Beziehung ist das Wichtigste. Ich investiere meine Zeit in meine Beziehung. Ich investiere meine Gefühle in meine Beziehung. Ja? Ich will alles über meine Freundin wissen. Sie sollen dann auch über mich alles wissen. Genau so sehe ich das für mich auch. Ne? Ja, ich bin halt auch so eine Dame. Ich liebe so. Doch, dieses Intensive. Ich will deine Gefühle, will ich wissen, wie du tickst, was du fühlst. Ja, ich bin halt so, wenn du mich kennenlernst, du wirst direkt sehen, so. Ich bin total die Liebe. Und ich glaube, wenn du mich das erste Mal sehen würdest, würdest du auch sagen, wow. Was ein Dank. Ja, auf jeden Fall. Was für eine Männlichkeit und so. Ja. Du meinst ja auch, du stehst an Männern und so, ne? Bitte? Deswegen, also, du hast ja auch von dir aus gesagt, dass du ein sehr dominanter Mann bist und auf Männer stehst und so, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Das ist das Wichtigste. So. Der hört gar nicht zu, Digga. So was stehe ich dann, dass das dann die Gefühle dann zusammen teilt. Ja. Finde ich gut, auf jeden Fall so. Mhm. Hast du noch andere Bilder von dir, Valeria? Hast du auch ein paar Fotos von dir? Ich habe nicht so viele. Ich habe auch nicht so viele, ich mache nicht so viele Fotos von mir. Das ist das, was ich dir dann so geschickt habe. Und wichtig ist, dass man, oh, du hast auch einen geilen Körper auf jeden Fall. Danke. Hier, ich habe nicht so ein Foto. Okay. Schön siehst du aus. Auf jeden Fall hast du auch eine geile Oberweite. Oh hey, jetzt kommen wir wieder runter. Nein, schöne Oberweite auf jeden Fall, ne? Danke. Nein, das ist richtig. Ja. Und man hat dann Gefühle, man hat Intensivität und ich will mit Gefühlen die Sache rangehen, so, ne? Dass man so dieses tiefgründige Gespräche. Ich liebe so halt so Deep Talks, ne? Und so. Ich bin wirklich total da drin. So.
Einfach mal so halt, dass du dich einfach ein bisschen mit deinem Partner austauscht und einfach mit in den Deep Talkies drin bist und einfach so das Wichtigste. Auf jeden Fall, also, man sollte auch keine Hemmungen zueinander haben. Ja, haben wir ja auch. Wir haben ja keine Hemmungen zueinander. Nochmal bitte? Man sollte auch keine Hemmungen zueinander haben. Ja, das Ding ist, also ich bin ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Ich öffne mich nicht direkt einer Person. Ich brauche halt so meine Zeit und Geld. Ja, klar, ist auch sehr, sehr wichtig, ne? Ja. Sehr, sehr wichtig, ne? Wenn du so guckst, ist Geld ist auch sehr, sehr wichtig, ja. Mhm. Was verdienst du im Monat? Circa 4.000, 5.000. So netto? Oder brutto? Bitte? Brutto oder netto? Netto. Oha, bei dir läuft gut, dann. Ne, und dann so geht ja die Zeit dann da weg. Also ohne Geld geht das ja nicht weiter. Hm? Ohne Geld kann man sich ja nicht vieles leisten, weißt du, Andrea. Das stimmt. Meine Opa meinte damals immer in der damaligen DDR-Zeit, wo er Panzer gefahren ist, er meinte, es war ein kühler, sonniger Abend, wo ich einfach mit der Panzerfaust in die Luft schießen wollte und dort eine Ente getroffen habe und die Ente in eine Münze fallen gelassen hat. Ja. Ja, was passiert schon mal dann, ne? Nochmal? Das passiert, alles passiert. Er hat einfach eine Ente mit einer Panzerfaust getroffen, die hat wohl so eine Münze fallen lassen und auf der Münze stand wohl FN. FCKNA. Egal. Ich will das jetzt nicht. Nein, sag das Wort bitte. Nein, alles gut. Ja. TikTok Sport, ich distanziere mich von diesen Aussagen. Alles da kannst du machen. Nochmal? Ich finde dich schon hübsch, sehr, sehr hübsch. Mhm, danke. Also, was arbeitest du nochmal? Disponent. Verdienen Disponenten 5 netto? Disponent. Oh. Hm? Ich bin Kosmetikerin. Okay. Mhm. Bist du in beschäftigt irgendwo oder hast du deinen eigenen Salon? Ich habe meinen eigenen Salon. Ah, ist ja schön, ne? Mhm. Ist ja sehr, sehr schön, dass du das dann selber deine Zeit quasi dann einteilen kannst, ne? Ja, das ist. Ich habe Mitarbeiter, deswegen ist das gut. So, ne, du lässt dann für dich arbeiten. Ich lasse. Ja, für mich. Also ich habe 4 Mitarbeiter. Ja. Und ja. Ja, du kannst auch dann viel deine Zeit dann einteilen. Ja, natürlich, denn wenn man ein Geschäft hat, du verdienst ja bestimmt auch sehr, sehr gut, ne? Ja, es geht. Also einen guten Monat verdiene ich roundabout 50.000 Euro. Ja, ne, wenn du so gut war. Nein, ist Spaß. Krass, ne? Nein, so, also so zwischen 10 und 20. Na, ein sehr, sehr gutes Geld dann für eine Frau. Ne? Kitty, ja, ist gut. Also ich kann halt, ich fahre einen Opel Corsa, ne? 2009er Modell. Ja, ich will ja nicht angeben oder so jetzt. Ich habe halt, also, ich bin auch gar nicht die Person, die normalerweise so angibt, aber ich habe halt, ich sage dir ganz offen, und ich auf Instagram 72 Follower gehabt. Ja. 72 Follower, schaff das mal, ne? Alleine. Ja, klar. Ja. Ist nicht wenig, ne? Mhm, So guckst alles, ne? Kommt nach der Zeit. Und wenn man dann Zeit verbringt, also du bist so, mit dir kann man gute Zeit verbringen, so ein, weißt du, so ein Dateabend, man hat zusammen, ne? Man verbringt sowas. Das gefällt mir so an dir, ne? Dass man viele Themen mit dir ansprechen kann, ne? Das Thema, was oftmals angesprochen wird bei mir, sind leider immer meine Oberweite. Jedes Mal, wenn ich jemanden kenne, so, das gibt mir langsam so auf die Nerven. Jedes Mal sagen, wow, ja, mit diesem Melon könntest du Mount Everest 3-mal überqueren. Was ist denn das, also Mount Everest neben der Melon? Und es geht mir langsam auf die Nerven, weißt du? Ich mag diese Sprüche nicht so. Oberweite, nee. Irgendwie Melone oder so. Meint der Freund nicht selber? Das ist schon. Guck mal, wer gekommen ist. Die ist wirklich Punkt. Mehr nicht, ne? So was, ne? Aber man muss da nicht sagen, irgendwie Melone und was weiß ich, was soll das? Ja, allgemein, so ganz halt so. Das dieses mit, zeig, also du hast eine schöne Oberweite und so. Also wenn jemand mir so eklig kommt, dann habe ich oftmals auch keinen Bock auf die Person.
Deswegen, was soll das denn auf der Wahl? Du weißt doch, dass du eine schöne Oberweite hast. Ne? Ja, genau. Ja. Das muss ich, da muss mir auch niemand sagen, dass ich eine schöne Oberweite habe, weißt du? Ja, und dann diese Sprüche so, weißt du. Damals, hat als ich Instagram hatte, hat Olaf Scholz mir getextet, für diese 2 Millionen würde ich noch weiter Fake-Aussagen rausballern. Was soll eine Frau darüber denken, so, ne? Ach, nein, Spaß. Ja, keine Ahnung, also... Das war halt damals nicht. Das ist auch nicht erotisch, das ist auch nicht so anziehend. Es bockt nicht, es bockt nicht. Du weißt ja, natürlich bist du auch Frau, du hast auch Bedürfnisse, aber das kommt doch mit Gefühlen. Es kam mit der Zeit, es ist wie so ein kleiner Boot. Dieses Boot ist aus Holz, wenn du zu lange im Wasser bleibst, geht's unter. Aber wenn du schnell genug bist, dann ist das Boot vielleicht deine Rettung, weißt du, was ich meine, Thunfisch? Ich sag dir ganz offen, mein Ex-Partner war auch total krank. Er wollte auch, dass ich, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an oder so, Ismail, aber ich vertraue dir. Er wollte, dass ich vom 6. Stock von uns Bungee jumpe. Ja. Ich bin mit ihm also Bungee gejumpt und er hat mich festgehalten. Er hat mich nirgendwo festgemacht, ne? Ja. Und er hat mich festgehalten und er meinte, wenn du mich liebst, springst du jetzt. Und dann bin ich gesprungen und es war wirklich knapp, ne? Mama, Lehre, vom 6. Stock, ich hab mich frei gehen lassen. Ich schwör's dir, also mach das bitte nicht nochmal, weil... Nein. Warum will er das von dir, sowas, weißt du? Er war krank, er ist mir auch fremdgegangen damals und so. Nein, ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn erwischt in der Spilo. Als du den da erwischt gehabt, mein ja, Gott, ja, mein Ex-Freund war spielsüchtig und ich bin dann halt so, er war so 3 Stunden nicht zu Hause, ne? Ja. Ich habe seine Mutter angerufen und meinte, hey, Frau Pammer, weißt du, wo dein Sohn ist? Er meinte, er ballert gerade die Leiter für uns hoch. Sie sagt so, er ballert die Leiter für uns gerade hoch. So, weißt du, ich sag so, was soll das? Er meinte, stör ihn dabei nicht. Stör ihn dabei nicht. Ich glaube an meinen Sohn. Und, dann hast du den dann wirklich da so eine gesehen. Spaß durch die Spielung? Nie, bitte. Das ist nie. Distanziert euch komplett von Glücksspielen oder sonst was, Leute. Wirklich. So, ne? Das macht euch nur kaputt. Das tut einer Beziehung nie gut. Ne? Wenn du so guckst, das tut einer Beziehung nie gut, wenn eine Seite so spielsüchtig oder sowas ist, ne?